Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Saal und natürlich im Stream. Herr Dr. Wolf, Gleichheit der Wahl. Da geht es eben nicht darum zu sagen, wir müssen mal gucken, ob wir jemanden noch zusätzlich anderen Bevölkerungsgruppen die Wahl ermöglichen. Nein, wir müssen dediziert und ausdrücklich jedes Mal aufs Neue begründen, warum wir Menschen ausschließen. So rum ist doch die juristische Aufhängung und nicht, vielleicht gönnen wir irgendwem auch noch mal zusätzlich wählen zu dürfen. Und wie Kollege Körfkes schon sagte, eigentlich ist ab 14 von Psychologen statistisch bewiesen, können Menschen im statistischen Schnitt genauso wie ältere Menschen, also über 14, die Folgen ihrer Handlungen absehen. Und dann reicht es eigentlich auch zu sagen, lass uns noch einen Puffer einbauen, wir nehmen 16, dann sind wir durch damit. Dann würden wir unserem Grundgesetz Genüge tun und nicht sagen, ha, vielleicht machen wir es doch an der Volljährigkeit fest. Ich bringe Ihnen mal ein ganz aktuelles Beispiel. Im Bundestag ist entschieden worden mit den neuen Terrorüberwachungsgesetzen, dass der Bundesverfassungsschutz inzwischen auch 14-Jährige überwachen darf. Das heißt, Repression geht ab 14 los. Im Guten wollen wir aber noch nicht mal Menschen ab 16 dabei haben. Das ist völlig obskur und grotesk. So funktioniert Demokratie nicht. So. Die Krux des Ganzen liegt meiner Meinung nach übrigens daran, wie die gesamte Verfassungskommission gelaufen ist. Wir sind gestartet mit dem hehren Ziel einer möglichst großen Öffentlichkeit, möglichst viel Transparenz darzustellen, möglichst viel ermöglichen, mitarbeiten zu können, auch vom außerparlamentarischen Bereich ins Parlament hinein. Dafür haben wir die Sitzungen gestreamt. Wir haben öffentlich angekündigt. Wir hatten zuerst auf der Webseite des Landtages einen ganz großen Bereich, wo man eigentlich auf ein Mitmachportal weitergeleitet werden soll. Das hat am Anfang nicht geklappt. Dieses Mitmachportal ist dann auch niemals wirklich so gekommen, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Und je weniger dann Sitzungen öffentlich wurden, je mehr Sitzungen in den nicht öffentlichen Bereich verlagert wurden, je mehr schwand die Bereitschaft zur konsensualen Einigung. Die Sachen, die wir jetzt begrüßen, lieber Stefan Engsfeld, die haben wir relativ zügig quasi verabredet. Und zwar fast alle im öffentlichen Teil. Da gab es wenig abschweifende Meinungen, haben wir alles eingefangen. Wir haben hinterher an diesen Dingen tatsächlich ja nur noch im nicht öffentlichen Teil, im textlichen gearbeitet, im Detail. Die eigentlichen Verabredungen sind im öffentlichen Teil gelaufen. So. Und genau die Dinge, an denen es jetzt scheitert, die sind alle im nicht öffentlichen Teil gelaufen. Und das ärgert mich ganz besonders. Ich habe meine Fraktion mehrfach und unter viel Gegenrede davon überzeugt zu sagen, lasst uns das nicht öffentlich mitmachen, das Ziel ist es wert. Und ich muss mich bei meiner Fraktion ganz persönlich und aufrichtig entschuldigen, es war es nicht wert. Es tut mir aufrichtig leid, alle anderen Fraktionen haben mich hier Lügen gestraft. Kommen wir mal zu den Details, was da jetzt nicht kommt. Fangen wir mal mit der Schuldenbremse an. Es gab ein extrem großes Entgegenkommen von Rot-Grün gegenüber Schwarz und Gelb. Kann man gar nicht anders sagen. Sie hatten eigentlich eine Lösung fix, eine Lösung, für die ich in meiner Fraktion übrigens Prügel kassiert hätte, richtig kräftig und das zu Recht. Danke, Joachim. Im übertragenen Sinne, Herr Laschet, aber ich helfe Ihnen gerne noch mal bei den Ausführungen. Es gab sogar die Idee eines Kontrollkontos. Völlig nicht hilfreich, sagen wir es vorsichtig. So. Und sich jetzt hinterher hinzustellen und zu sagen, nee, gab es alles gar nicht, das ist sachlich nicht richtig, Herr Liedenkämper. Sie hatten eine Lösung. Ja, falsch, richtig. Sehr schön. Nee, nicht eigentlich. Erinnert mich so ein bisschen an diverse Legendenbildung, wenn es bei Konservativen mit Lösungen nicht klappt. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Hürden bei Volksentscheiden. Auch da eine Lösung, die extrem konservativ und CDU-nah ist. Von 8% auf 5% wollte man das Eingangsquorum senken. Macht im wirklichen Leben tatsächlich kaum einen Unterschied. Weil so viele Menschen, ob sie jetzt 600.000 oder 1 Million Menschen brauchen,
Sie brauchen auf jeden Fall einen riesigen Aufschlag in NRW, um einen Volksentscheid überhaupt auf die Beine zu stellen. Und dann ein Entscheidungsquorum von 15% beizubehalten, macht es noch mal viel, viel schlimmer. Individualverfassungsbeschwerde. Da muss ich der FDP jetzt mal vorwerfen, das mit dem Urheberrecht vertreten sie nur nach außen. Individualverfassungsbeschwerde haben Piraten in die ganze Verfassungskommission mit eingebracht. Doch, von Anfang an, von der ersten Diskussion an, weiß ich, habe ich mit meinem Referenten zusammengeschrieben. So, sich jetzt hier hinzustellen und sagen, das ist unsere Forderung, dann kann man wenigstens so ehrlich sein wie Herr Körfges und sagen, Sie haben uns überzeugt. Na, das würde zur politischen Ehrlichkeit dazugehören. Schaffen Sie auch nicht. Richtig, das Urheberrecht braucht eine dringende Überarbeitung. Nein, unparlamentarisch lassen wir jetzt mal außen vor. Ich nehme das so hin. Aber kommen wir jetzt zum Punkt, wo alles dran gescheitert ist. Wahlrecht ab 16. Das hat die FDP in diversen Programmen stehen. Und jetzt sagen Sie, Sie können das in der Fraktion nicht durchsetzen. Ich glaube, auch das ist nicht ganz ehrlich. Ich glaube einfach, Sie haben eine Verabredung mit der CDU, dass nur mit Ihnen zusammen die Sachen laufen und nicht nur getrennt. Und Sie spielen wieder, wie in den 80ern und 90ern und Anfang der 2000er Jahre, den Appendix der CDU. Dieser Weg hat Sie schon mal aus dem Bundestag rausgeführt. Das wollen Sie auch nicht wirklich weitermachen. Dann seien Sie aber auch wenigstens so ehrlich, wenn Sie jetzt sagen, das ist nicht so, dass Sie jetzt alle Programmpunkte wieder einfangen, wo Sie in irgendwelchen Landesprogrammen das Wahlalter ab 16 fordern. Fangen Sie das schön wieder ein. Andererseits kann ich Ihnen natürlich auch anbieten, wir werden nach der Sommerpause definitiv hier einen Entwurf einbringen, wo wir das Wahlalter ab 16 fordern. Das werden wir wahrscheinlich dann zusammen machen, hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, dass wir uns darauf einigen können, hier zu einer direkten Abstimmung zu kommen. Besprochen haben wir es ganz lange. Und ich befürchte auch, wir werden eine namentliche Abstimmung fordern. Und dann kann sich hier jeder hinstellen und genau diesen 300.000 Jugendlichen sagen, nein, ich will nicht, dass du wählen darfst hier. Dankeschön. Um jetzt ein wenig versöhnlicher zu enden, möchte ich mich auch bei allen Beteiligten bedanken. Auch wenn es kein großer Wurf geworden ist und, lieber Dr. Wolf, deshalb ist vielleicht auch die Zeit geschuldet. Hätten wir einen richtig guten Wurf hingekriegt, hätten wir wahrscheinlich uns Mittwochmorgen um 10 Uhr hier getroffen, um diesen Punkt zu besprechen. Haben wir nicht. So wird es schön an den Ferienanfang gelegt, damit es auch auf jeden Fall untergeht und keiner mitkriegt, dass wir es hier nicht auf die Reihe gekriegt haben. So, aber nee, wir hätten es aber Mittwoch machen können. Ne? Hat der Wolf Ihnen doch schon vorgeflötet. Egal. Ich möchte mich bei Dr. Bovermann bedanken, bei Frau Hielscher, bei Dr. Ost, übrigens auch bei den fleißigen Mitarbeitern in der Verwaltung, die sonst keiner sieht und noch mit unseren Arbeiten richtig mehr Arbeit haben wird. Vielen Dank. Und natürlich bei Professor Röhrs, Diekmann, Löwer, Gusi, Wissmann. Und mein ganz besonderer Dank gilt Professor Piroth. Es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Herr Kollege, man hat nicht alle Tage, ich weiß, es ist Redezeit. Ist deutlich überschritten. Vielen Dank, Herr Präsident. Man hat nicht alle Tage Zeit, mit solchen Koryphäen zusammenzuarbeiten. Das erfüllt mich immer noch mit tiefer Freude und auch ein wenig Demut. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Sommer. Nun